Jawohl, Freunde, es geht wieder weiter mit Paper Mario. Ja, und momentan habe ich ein paar Probleme, was alles mit dem PC wieder das betrifft. Denn meine Festplatte hatte wieder ein Virus und ja, jetzt sind alle Einstellungen wieder auf den Standard gewesen vom Projekt 64 und Fraps. Und das Problem war dadurch, ich konnte mal wieder nicht aufnehmen, aber das Problem habe ich jetzt zum größten Teil behoben. Nur ich kann ohne Controller, oder ich muss ohne Controller spielen. Aber das ist nicht so schlimm, wir können die ganze Zeit weitermachen. Und das ist das Geile. Ah, endlich habe ich es hinbekommen. So, und dafür wird dieser Gegner jetzt erstmal leiden. Ist jetzt, glaube ich, sogar eine Woche her, seitdem ich die letzte Aufnahme gemacht habe. Ja, wurde jetzt auch mal langsam wieder Zeit. Oh, das ist jetzt falsch. Das Problem ist auch, ich muss jetzt erstmal mit der Tastatur zurechtkommen. Da werde ich mir noch später was einfallen lassen, aber erstmal, schätze ich, reicht das. Hauptsache, wir können überhaupt erstmal weitermachen. Gumbario, so sieht's aus. Du musst erstmal diesen Gegner hier scannen. So, das ist ein Lauerbusch. Lauerbüsche geben vor, normale Büsche zu sein und lauern so ihrer Beute auf. Max KP 8, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Ihre Bisse sind giftig, also sei vorsichtig. Wenn du vergiftet wirst, sinken deine KP langsam ab. Wenn du deine KP nicht rasch wieder auffüllst, sitzt du ganz schnell in der Tinte. Lass sie uns schnell besiegen, setze deine stärksten Attacken ein. Alles klar, werde ich tun. Und, naja, okay. Wir werden aber auch nicht vergiftet, wenn wir den Angriff immer schön abwehren. Das ist das Gute. Also da müssen wir uns einfach irgendwie gut anstellen und den Angriff immer abwehren und dann passt das alles. So. Power Downs, würde ich mal sagen. Und der Gegner ist down. Yes, Mann. Ja, das ist, bietet sich eigentlich an, bei so, in so einer Situation dann Power Downs zu machen. Weil man den dann gleich im ersten Zug töten kann. Und das ist eigentlich ganz gut. So, buh, dich brauchen wir. Oh, scheiße, jetzt hat er 3 Schaden machen können. Aber ein Glück wurden wir nicht vergiftet. Das ist auch schon mal was wert. Und ich sehe, wir haben immer noch diesen Eisorden an. Oh, scheiße. Ach, das geht ja jetzt auch richtig einfach. Ich muss ja nur die ganze Zeit auf eine Taste kloppen. Haha. Oh, Mann. Naja, irgendwo hat das dann auch wieder was Gutes, mit einer Tastatur zu zocken. Naja, werden wir mal sehen, wie sich das alles ergibt. So. Da wir ja momentan auch kein Zelda-Spiel spielen, ja, ist das auch nicht so schlimm, dass ich mit einer Tastatur spiele, weil da kann man dann die Wirbelattacke nicht einsetzen und die ist natürlich das A und O. Aber hier im Paper Mario braucht man das ein Glück nicht. Kommt sofort zurück, ihr kleinen Undankbaren! Hä, was? Was ist denn hier los? Moment, erstmal, upala. Müssen wir erstmal hier alles checken und ja, gehen wir jetzt erstmal hier hin zum Baum. Hey, du, da unten! Wenn du mich hören kannst, dann sieh nach oben. Oh, das ist wieder der Fisch. Sushi. Das ist so peinlich. Ich hänge in diesem Baum fest. Kannst du mir irgendwie runterhelfen? Okay, mache ich. Bam! Komm schon, fester! Alles klar. Dann nochmal. Bam. Und nochmal. Bam. Und der ist unten. Geil. Na, wer bist du denn? Oh, puh, ich bin gerettet. Ich fühle mich mehr jenseitig als diesseitig. Hä, was? Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, und diese kleinen... Ich habe gerade diese schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt und bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen sie denn nicht, wie gefährlich es hier im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor sie noch tiefer vordringen. Das gleiche gilt für dich. Es ist hier zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung. Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Ja, Mario macht einmal bald seine Hand zu einer Faust zusammen und schon weißt du, was los ist. Ach, sieh mal an. Du suchst also auch nach diesen kleinen Unholden. Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Okay. Sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe dich noch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet der denn? Normalerweise stellt man sich zuerst vor, du Depp. Mario? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit her kommen. Genieße Lava Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber zuerst müssen wir nach diesen Jungs suchen. Alles klar.
Sushi gehört zum Team. Drücke nach unten auf Schlägen, um auf ihren Rücken... Auf ihrem, ja, ist auch wieder eine Sie. Alles klar. Rücken Gewässer zu überqueren. Drückst du nochmal nach unten, kann Sushi für kurze Zeit untertauchen. Im Kampf kann sie Gegner mit Bauchlandung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel pusten. Oh, geil. Okay. Gut, damit hätten wir jetzt einen neuen Begleiter. Ist ja auch mal wieder was Cooles. Immer wenn man in eine neue Welt kommt, ja, kennen wir ja, kriegt man einen neuen Begleiter. So, hier habe ich die Taste. Ja, habe ich sie. Alles klar. So. Und wir können uns jetzt über Wasser bewegen. Und wenn wir im Wasser sind und dann nach unten drücken, machen wir so einen Tauchgang. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und hier haben wir, ich glaube, das ist sogar die letzte, Knospe. Moin. Yo, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Diese Insel ist so schön. Es gibt keinen besseren Ort für ein Schläfchen. Die Temperatur ist perfekt. Ich bin Knospi. Nee, ich bin ein Knospi. Meine Aufgabe ist es, die Welt mit Blumen zu erfüllen. Hübsch, nicht? Ich möchte, dass du diesen Samen nimmst. Oder zumindest würde ich das gerne sagen. Unglücklicherweise ist der Samen noch nicht ganz fertig. Aber keine Sorge, er wird bald soweit sein. Es gibt Schlimmeres, als einem Ort wie diesen zu warten. Komm später vorbei. Ich bin sehr großzügig. Ich verschenke gerne alles Mögliche. Alles klar, gut. Der Samen ist leider noch nicht bereit, von daher müssen wir später hier nochmal hinkommen. Ja, ist aber kein Problem. Machen wir dann. Ein Sternsplitter, geilo. Und hier haben wir gleich noch einen Brief. Da kriegen wir ja ganz schön viele Gegenstände. Ha ja, gut, dann hätten wir diese Runde auch schon mal abgeklappert. So. Und dann werden wir hier hochjumpen. So, haben wir hier was? Nö, haben wir nicht. Gut. Dann hätten wir allgemein das hier, dieses Gebiet abgeklappert. Gut, dann können wir wieder zurück. Jetzt haben wir ja Sushi oder wird sie Susi ausgesprochen, nur mit einem H. Ich glaube aber eher Sushi. Also ich bin mir da nicht ganz so ganz sicher. Ich werde trotzdem weiter Sushi sagen, wenn es aber anders ist, sagt mir einfach Bescheid. Dann werde ich das ändern. Gut, da höre ich jemanden schnarchen und da oben ist ein kleines Yoshi-Baby. Tja, den müssen wir retten. Aber erstmal werden wir diesen Uga-Uga-Typi, Shy Guy, töten. Pam! Und 3 Schaden gleich in der ersten Runde, ey, ist das geil. Nur leider haben wir jetzt noch Sushi draußen. Vielleicht macht sie ja gar nicht so viel Schaden. Das könnte ein kleines Problemchen werden. Und jetzt habe ich schon gleich den ersten Fehler gemacht. Jetzt haben wir zwar den getötet, aber Sushi macht ja Sprungangriffe. Von daher kann sie da nicht drauf fliegen. Feuert Wasserstrahl ab. Gut gegen Feuergegner. Okay, dann machen wir das mal. Halte A, um Kraft zu gewinnen. Aktiviert sich automatisch. Okay, und da muss man dann loslassen ab dem bestimmten Zeitpunkt. Und das macht nur 3 Schaden? Okay, das sollte man dann wahrscheinlich wirklich nur gegen Feuergegner einsetzen. Oh Mann, ey. Naja, okay, da sieht man, dass nicht jeder Begleiter, den man dann neu bekommt, auch wirklich gut ist. So, und so funktioniert der Angriff. Päh. Seht ihr, das macht genauso viel Schaden wie seine Fähigkeit. Wie ihre Fähigkeit, sorry, daran muss ich mich jetzt noch gewöhnen. Egal. Gut, ja, und da sind wieder die ganzen Grafikprobleme, was soll's. Da haben wir Superbeben. Bringt's bei Boden- und Deckengegnern schweren Schaden. Alles klar, dieses Mal sind auch Deckengegner mit einbezogen. Das ist auch schon mal ganz gut. Da, wenn wir mal eine Filiermaus haben, dass wir den oder die mal auch da runterholen können. Ja, aktivieren wir das jetzt gleich? Ich würde erstmal sagen, nee, behalten wir erstmal noch. Im Inventar und werden den später dann irgendwann mal, wenn wir dann genug Ordenpunkte haben, die wir dann nicht mehr brauchen, dann werden wir das aktivieren. So. Puh. Hä? Okay. Was ich aber vorher nochmal machen will, bevor wir den kleinen Baby Yoshi da helfen, gehen wir hier nochmal kurz rüber und werden Sushi upgraden. Damit Sushi eine neue Fähigkeit erlernt. Und, ja, wen nehmen wir denn mal? Buu! Buu ist ja sowieso gut. Und nach dem Gegner sind wir auch, glaube ich, Level Up. So sieht's aus. Sternensturm. Alles klar, los geht's. Bam! Na, was geht? Lange nicht mehr gesehen, hä? Gut, dann fegen sie fort. Tja, da sind sie alle 3 down.
Und es gibt wieder massig an EP. Und wir sind wieder Level Up. Geil. Level Up. Gut. Was machen wir jetzt? OP, BP, KP. Was hatten wir das letzte Mal geupgradet? Ich glaube, OP hatten wir das letzte Mal geupgradet. Vielleicht sollten wir doch jetzt mal KP upgraden. Dann OP, dann BP. Werde ich es jetzt einfach so machen. Ach, dieser scheiß Ruckel oder Grafikfehler hier, ey. Das nervt wie sonst was. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz auf Start. Und werden mal kurz gucken, was wir hier alles für Orden haben. Nämlich KP Plus, das brauchen wir gar nicht mehr. Rabatt, Ice Power, tun wir nichts. Alles klar. Dann zurück. Aktiviere Orden. Ja, was wollen wir denn da mal aktivieren? Weil ich habe das gesehen, als wir da KP geupgradet haben, wird dann angezeigt, ob man einen KP-Orden anhat. Kampfrausch brauchen wir das Stachelschild. Das ist gut. Spion, sollte sich eine versteckte Falltür... Ja, genau. Kampfrausch brauchen wir eigentlich gar nicht. Weil, wann hat man denn mal ein KP? Das ist eigentlich total sinnlos. Erdbeben ist eigentlich ganz gut. Superbeben haben wir doch bekommen, oder das braucht man dafür zu viel. Ja, braucht man. Scheiße. Ja, was könnte man denn jetzt mal nehmen? Powerhauer, Schlag plus Erdbeben, es ist alles irgendwie Crap. Meditation, das Fokuskommando lädt deinen Stern. Oh, das ist ja ganz gut, ne? Oder Doppelangriff. Für 3 PP darfst du im Kampf 2 Items wählen. Wie scheiße ist das denn? Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir den Orden hier. Und zwar Meditation. Alles klar, dann hätten wir damit jetzt erstmal ein paar neue Orden. So, und haben jetzt 25 KP. So. Da ist nichts drin. Oh, das ist ein Gegner. Und das wird wahrscheinlich auch der letzte Gegner für diesen Part sein. So, da werden wir jetzt erstmal Sprung machen. Und bam. Und bam. Geil. Und gut, du wirst den dann ownen. Und 100%. Ey, das ist jetzt richtig entspannt. Ich brauche die ganze Zeit nur ein paar Mal auf so eine Taste drücken. Und schon haben wir 100%, 100% sicher. So, und da kommt die an. Und dieser Gegner ist auch doof, weil er eben auch vergiften kann. Das ist irgendwie... Alle Gegner hier auf dieser Lava Island sind irgendwie so, dass sie mit ihren Angriffen vergiften können. Irgendwie voll doof. Aber naja, was sollen wir machen? So, Ohrfeige. 100%. Oh yeah. Und da ist er auch down. Boah, 2 EP nur. Wie lausig ist das denn? Zerstören Punkte. Ja, Boost noch am besten als Begleiter. Für Angriffe und was weiß ich. Boo ist bisher eben noch top. Gut, hier haben wir nix. So, Freunde können abgegradet werden. Da will ich einmal Sushi haben. Sie erlernt Wasserblock. Mario nimmt weniger Schaden. Alles klar. Sollen Mitstreiter, alles klar. Gut. So. Damit hätten wir weiteres Upgrade. Sushi wurde in den Superrang aufgestuft. Alles klar. Gut. Sushi brauchen wir jetzt auch wieder, um zurück zum Yoshi zu gehen. Wobei wir da oben auch dann nochmal hin können. Ja, gehen wir erstmal hier hin? Ich würde sagen, ja. Aber Freunde, nicht in diesem Part, sondern erst leider im nächsten Part. Ich werde hier erstmal den Part beenden. Ich weiß nicht, ob es wieder ganz normal weitergehen wird. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, geduldet euch sonst einfach. Ich werde natürlich nicht aufhören, sondern die Parts werden dann irgendwann einfach mal wiederkommen. Das ist abhängig davon, ob der PC, ob alles so mitspielt, wie es will. Gut, aber auf jeden Fall werde ich mich hier erstmal an dieser Stelle verabschieden. Bis zum nächsten Mal und tschüssi!